Es ist insgesamt faszinierend, der Künstler zeigt die Tiere in Aktion. Hallo, mein Name ist Georg Lechner und ich bin Kurator der Barocksammlung hier im Hause. Ich habe heute ein Bild ausgewählt, das ich euch näher vorstellen möchte, das auf den ersten Blick vielleicht etwas spröde anmutet. Auch ich habe länger gebraucht, um mich damit zu beschäftigen, zu vertiefen und konnte so richtig eintauchen in die Welt des 18. Jahrhunderts, in die Gepflogenheiten damals. Und das hat mich besonders angesprochen. Es handelt sich hier um die Darstellung einer Reiherbeize, und zwar von Philipp Ferdinand de Hamilton. Er entstammte einer weit verzweigten Tiermalerfamilie, auch seine zwei Brüder waren als Tiermaler aktiv. Und er hat sich auch hier auf diesem Bild verewigt, nämlich rechts auf dem Stein trägt das Gemälde seine volle Signatur, das heißt auch mit seinem Titel. Darüber hinaus hat er festgehalten, 1748 gemalt und im Alter von 81 Jahren. Das ist auch zu bewundern. Ein gealterter Künstler schafft es nach wie vor, in solcher Brillanz Tiere festzuhalten. Hamilton war kaiserlicher Kammermaler. Er erfreute sich, oder seine Werke erfreuten sich großer Beliebtheit. Er war bereits Kammermaler gewesen unter Kaiser Karl VI. Maria Theresia musste seinen Vertrag bestätigen. Sie hat dies gerne getan. Allerdings, eines hat sie ihm abgerungen, gegen das Salär von 500 Gulden im Jahr musste er auch zwei Gemälde abliefern. Später hat man noch etwas draufgeschlagen, und zwar für 1000 Gulden musste er dann vier Gemälde abliefern. Das heißt, man konnte dann nicht genug davon bekommen. Ich kann es verstehen, wenn der ein oder andere von euch vielleicht das eine oder andere Mal schon hier war, an dem Bild rasch vorbeigegangen ist, weil es doch etwas brutal anmutet. Aber ich kann euch beruhigen, dieser Reiher wurde nicht getötet. Die Reiherbeize, die Jagd mit eben den Falken, war eine Lustbarkeit der Aristokratie und abgerichtete Falken wurden auf die Beute losgelassen. Dass es sich hier nicht um ein Gemetzel in der freien Natur handelt, erkennen wir an diesen Kappen, die den Falken über die Köpfe gezogen wurden, bevor man sie freigelassen hat, und auch die Bänder, an denen sie gehalten wurden. Ihre Aufgabe war es, hoch aufzusteigen, die Beute, in dem Fall den Reiher, zu erspähen und dann diesen aus dem Sturz zu fassen und ihn zu fixieren, wohlgemerkt nicht zu töten. Ein Aspekt, der auch faszinierend ist an dieser Darstellung, oder das auch wach hält. Es ging eben, wie gesagt, nicht um das Töten, um das Erlegen des Tiers, sondern es betrachten zu können, sein Alter eruieren zu können, den Gesundheitszustand. Und bereits damals hat man dann den Reihern Ringe an die Beine montiert, wie das eben mitunter heute noch üblich ist. Das heißt, da kommt doch auch schon ein Gedanke des Naturschutzes ins Spiel. Es ist insgesamt faszinierend, der Künstler zeigt die Tiere in Aktion. Das heißt, er hatte keine toten Studienobjekte vor sich, die er peinlichst genau abmalen konnte, sondern auch ihm war es nur möglich, das Geschehen live zu studieren und in seinen Gemälden möglichst präzise umzusetzen. Ich danke jedenfalls, dass ihr mich heute bei dieser Betrachtung begleitet habt.